Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zur IT-Security Cyber Lounge. Mein Name ist Claudia Marx, ich bin bei LSZ für die IT-Security und für die Talentsformate zuständig und freue mich sehr, heute so viele Teilnehmende hier begrüßen zu dürfen zu dieser interessanten IT-Security Cyber Lounge. Cool, dass auch so viele Teilnehmer aus Deutschland, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland und aus der Schweiz und aus Österreich dabei sind. Also wir freuen uns schon sehr auf einen interaktiven Austausch. Wir bieten Ihnen auch online wie bei unseren physischen Events eine Plattform quasi zum Austausch. Auch das soll heute sehr interaktiv passieren. Sie sehen ein Bedienpanel auf Ihrem Bildschirm. Da sehen Sie oben ein Fragensymbol. Schicken Sie uns während des Webinars jederzeit Ihre Fragen. Die werden auf jeden Fall im Nachgang beantwortet, beziehungsweise während des Webinars, wenn es noch geschafft wird, sonst auch gern persönlich nach dem Webinar. Ich denke, bei dem Thema heute gibt es ja tatsächlich noch sehr viele Fragen, sehr viele Ungewissheiten. Ich glaube, es ist ein Thema, da kann man noch viel, viel drüber sprechen und viel darüber lernen. Ja, was erwartet Sie im Normalfall bei unseren IT-Security-Cyber-Lounges? Wir haben immer, eben wir konzentrieren uns auf Trends, wir haben Community-News, wir haben Experten-Interviews und wie gesagt, alles sehr interaktiv. Heute das Thema NIS 2 und die damit verbundene Deadline. Der Countdown läuft, man weiß nicht genau, wo er hinläuft, wie er läuft, wann es kommt, was dann genau kommt. Und da freuen wir uns sehr, einen sehr geschätzten, langjährigen Partner dazu an Bord begrüßen zu dürfen, die Deutsche Telekom Cyber Security Austria mit Christopher Eemsen als CEO. Du wirst heute den Talk führen. Ihr seid als kritische Infrastruktur quasi selbst Betroffene bei der NIS. Wie auch seid ihr natürlich Consultant-Anbieter, ihr unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung, müsst aber auch selber quasi konform sein. Also ihr habt beide Blickwinkel, was natürlich den Talk nochmal sehr interessant macht und heute auch mit zwei Kunden dabei. Ich glaube, das wird ein sehr interessanter Talk. Das heißt, ich gebe das Wort an dich, lieber Christopher. Du stellst dich bitte selbst vor, wir kennen uns schon sehr lange. Du hast eine sehr breit gefächerte, langjährige Erfahrung schon in dieser Struktur, in dem Konzern. Und ja, ich wünsche Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ein interessantes Webinar. Wir sehen uns am Schluss wieder. Stellen Sie Ihre Fragen und bis später. Gut, dann vielen Dank, liebe Claudia, an dich. Vielen Dank für die Einladung. Ist für uns auch immer sehr spannend, das gemeinsam mit dem LSZ machen zu können. Uns ist es wichtig, dass wir interessante Themen bringen. Wir machen uns da schon viel Mühe und Arbeit, zunächst trockene Dinge mal so aufzubereiten, dass Sie als Teilnehmende wirklich Spaß daran haben und sich denken, ja, ich investiere diese Stunde und höre mir das mal an. Bin heute total erfreut und ich finde, wir haben da einen neuen Level erreicht. Bedanke mich und die Kollegen werden sich vorstellen beim Dominik und beim Patrick von der MÜM, die in dem Zusammenhang unsere Kunden sind. Aber für Sie als Zuhörende ist das viel spannender. Ein Unternehmen, das selbst durch NIS, Klammer, Kritis, wie es in Deutschland heißt, betroffen sind. Und wir wollen heute ein Gespräch darüber führen. Wie schaut denn das aus, wirklich aus der Sicht des Unternehmens? Also Ziel ist es für uns hier, wie in den vergangenen Webinaren, immer mehr Praxis hineinzubringen, praktische Erfahrungen mit Ihnen zu teilen, damit die Dinge auch wirklich spannend sind. Wir werden heute so beginnen, dass wir einen ganz kurzen Überblick geben, wo stehen wir mit der Umsetzung der EU-Vorgaben. Wir werden einen kurzen Blick darauf werfen, was sind denn die wichtigsten Punkte, die wir zu bedenken haben. Und dann wirklich sehr rasch in eine Diskussion gehen, wo auf der einen Seite, und Dominik wird das Unternehmen NÖM noch einmal vorstellen, was sie machen. Also für viele, die hier in Österreich ansässig sind, dürfte das kein Problem sein, die NÖM richtig einzuordnen. Für alle aus Deutschland ist spannend, letztendlich ein Unternehmen im Bereich der Lebensmittelindustrie. Wir von unserer Seite, auf der einen Seite Andi Meneder, gibt wie in den vergangenen Webinaren einen kurzen Abriss darüber, wo wir stehen. Und der Felix Kreinhöfer ist ein Senior Consultant bei uns, also insbesondere für Unternehmen, die im Bereich NIS-Kritis unterwegs sind, die eine Beratung brauchen, wohin geht die Reise, was müssen wir tun und so weiter und so fort. Und ich darf gleich beginnen. Die beiden Kollegen von unserer Kundenseite bekommen dann noch Gelegenheit, sich vorzustellen. Wir starten, damit wir sehr rasch eben in diese offene Diskussion hineinkommen, mit dem Status, wo stehen wir denn? Und Andi, ich darf mal ganz kurz an dich übergeben.
Wunderbar. Vielen lieben Dank, Christopher, und auch von meiner Seite nochmal Hallo in die Runde. Bevor die Kollegen dann mal den wirklichen Praxisinput dann mal wiedergeben und auch einmal darauf eingehen, was für Chancen, was für Herausforderungen, wahrscheinlich aber auch welche internen Diskussionen, Zuständigkeitsdiskussionen bei einer NIS-Umsetzung in einem Unternehmen aufkommen, werde ich jetzt, wie schon einmal gesagt, einmal einen ganz kurzen Abriss machen. Und einmal schauen, wo stehen wir? Wir haben auch in den letzten Webinaren von uns immer schon mal wieder so auf diesen Fortschritt geschaut. Da war das avisierte Datum, das wir hier jetzt rechts außen sehen, der 17.10., eigentlich noch relativ lange hin. Jetzt sehen wir, dass wir die nächste Woche eigentlich schon erreichen werden. Und mit einem kurzen Blick auf die Europakarte werden wir sehen, dass Europa noch nicht so ganz ready ist dafür, was die nationale Umsetzung betrifft. Also nochmal kurz zusammengefasst, 17.10. ist die Frist, bei denen die Mitgliedstaaten die NIS-Richtlinie der Europäischen Union in nationale Gesetzgebung überführt haben müssen. Wie wir sehen, die grünen Flecken werden langsam mehr. Im Baltikum hat sich ein bisschen was getan. Man sieht aber dennoch, dass hier einfach wirklich noch ganz, ganz viele Diskussionen entsprechend am Laufen sind, die ja dann in weiterer Folge auch die betroffenen Unternehmen vor eine Herausforderung beziehungsweise einfach auch in so eine bisschen unklare Situation einfach stellen, wo geht die Reise hin, was muss ich tun? Und genau hier sind wir eben jetzt auch einmal, oder werden wir mal kurz ins Detail reinschauen, wo stehen wir da mit Fokus in Deutschland, wo stehen wir mit Fokus in Österreich und wann kann man jetzt wirklich mit finalen Schritten rechnen? In Deutschland kann man mal festhalten, dass aktuell das NIS-2-Umsetzungsgesetz im Kabinett soweit einmal beschlossen wurde und jetzt dann zeitnah auch die letzten Schritte in die Gesetzgebung gehen soll. Man geht jetzt aktuell davon aus, dass in Deutschland dann so Ende Q1 2025 wahrscheinlich dann das finale Gesetz offiziell verfügbar ist, wirklich in Kraft gesetzt ist. Ich glaube, in Deutschland kann man mal aus der Praxis sagen, tun sich vielleicht eh auch schon viele Unternehmen oder gibt es für die Unternehmen schon sehr viel Handreichungen im Bereich der branchenspezifischen Standards? Diese werden aktuell ja auch wieder fortlaufend weiterentwickelt in den Branchenarbeitskreisen. Da fließen natürlich auch schon viele Erkenntnisse einer NIS2 in einzelnen Sektoren schon mit ein. Also das tut sicherlich gut, hier schon einmal einen Detailblick reinzuwerfen, wenn ich jetzt das neu betroffenes Unternehmen entsprechend in den Scope komme. Da haben wir auch den Tipp, kann man auch österreichischen Unternehmen sehr, sehr gut mitgeben, auch wenn hier eine Erstbetroffenheit im Zuge der NIS2 vorliegt, macht es sicherlich auch einfach mal Sinn zu schauen, wie sieht denn die Regulierung meines Sektors in Deutschland aus, beispielsweise welche Standards muss ich dort das Krankenhaus verfolgen. Am Ende des Tages wird es wahrscheinlich sehr, 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 sehr gut die Entwicklung in Österreich vorwegnehmen. Und da muss man sagen, da ist Deutschland im Vergleich zur österreichischen Ausgestaltung dann schon mehrere Schritte mittlerweile vorne. Wo stehen wir in Österreich? Da waren wir eigentlich schon relativ weit. Hier war der Gesetzesentwurf, also das NIS2-Gesetz, war bei uns bereits im Nationalrat, wurde dort entsprechend diskutiert. Das kam aber nicht zur nötigen Zweidrittelmehrheit, weswegen das Ganze wieder auf die lange Bank geschoben wurde. Jetzt wird gerade ja bei uns auch, wurde ja neu gewählt. Das heißt, hier wird sich alles nochmal ein bisschen neu justieren. Auch hier gehen wir aber davon aus, dass wir dann gegen Anfang Mitte nächsten Jahres dann auch das finale Umsetzungsgesetz soweit haben. Das ist jetzt natürlich für die betroffenen Unternehmen alles andere als eine dankbare Situation, weil es natürlich schon einen gewissen Grad an Unsicherheit mit sich bringt. Vielleicht punktuell, vielleicht aber auch ein bisschen mehr Zeit wiederum für die Umsetzung natürlich gibt. Am Ende des Tages werden wir Felix, glaube ich, kann man sagen, auch oft gefragt, was soll ich denn jetzt tun? Soll ich mal warten? Was dann wirklich im Gesetz steht, das würden wir klar verneinen. Also die NIS2-Richtlinie, die gibt ja schon einen sehr, sehr klaren Weg vor. Da ist auch ganz klar ersichtlich, wohin diese Reise gehen soll und gehen wird. Und man muss ja auch sagen, als Unternehmen, wenn wir jetzt später, wenn die Kollegen darauf eingehen, ist natürlich auch der Weg hin zu einer Compliance sicherlich auch ein weiterer, je nachdem, wo man startet. Das heißt, es wird mehrere Monate dauern und das macht auf jeden Fall Sinn, jetzt auch schon einmal mit so einer Ist-Stands-Analyse zu starten, einmal Themen für sich zu priorisieren und den Weg nach vorne dann auch einmal darzulegen. Wenn wir da jetzt dann einmal kurz weiterspringen,
auf die nächste Seite. Wir haben das noch einmal ganz kurz vorbereitet, damit man sich da vor Augen führt, welche Hauptthemen sind dann betroffen. Gehen da ganz kurz drauf ein, bevor wir dann zu unserem Praxisbezug wirklich wechseln. Wunderbar, genau, danke Christopher. Wir haben es eh auch schon mal in den letzten Webinaren gezeigt. Wenn man sich hier mal diese 12 Kerndomänen ansieht, einer NIS2, wenn man sich schon mit IT-Sicherheit im Unternehmen beschäftigt hat, dann wird man da eigentlich nichts finden, was einen total überrascht. Es ist am Ende des Tages aber natürlich schon auch der Fall, und das zieht sich von KMUs bis Enterprise-Segment durch, dass man aber wirklich in jedem Unternehmen natürlich seine Bereiche hat, wo man sehr gut aufgestellt ist, und andere Bereiche, wo man sehr, sehr viele Wege vielleicht auch noch gehen muss. Und Themen, die bei uns immer auch mal wieder aufkommen, sind Thema Risikomanagement, Allgefahrenansatz, kenne ich all meine Bedrohungen für die kritische Infrastruktur, manage ich die, halte ich die auch vor. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Business Continuity, auch immer auch so ein Thema bei aller Vorbereitung und Prävention, muss man sich natürlich auch damit Gedanken oder auch mal darüber Gedanken machen, was tue ich denn, wenn dann doch mal was schief geht, wie reagiere ich darauf? Und vielleicht auch noch zum Abschluss, um das noch rauszupicken, das Thema Lieferantenmanagement, Lieferantensteuerung. Ein Thema, wo jeder vor riesigen Herausforderungen steht. Am Ende des Tages bedient sich ja jedes Unternehmen vielleicht eine Vielzahl an Serviceanbietern, vielleicht sogar Outsourcing-Partnern. Das heißt, die Komplexität in der IT-Infrastruktur nimmt eigentlich permanent zu. Und ich als betroffenes Unternehmen muss aber dennoch sicherstellen, dass ich all meine Partner, all meine, ja, vielleicht auch Outsourcing-Partner, da auch dazu vertraglich verpflichten, geltende Vorgaben im Bereich kritischer Infrastruktur natürlich auch umzusetzen und auch sicherzustellen, dass sie die für meinen Liefergegenstand entsprechend auch erfüllen. Das ist natürlich super leicht gesagt am Ende des Tages. In der Praxis heißt es ganz, ganz viele Verhandlungen, auch Schwierigkeiten, mitunter diese Transparenz zu halten. Und das ist sicherlich auch ein Thema, wo wir aktuell sehen, dass einfach so der breite Marktdurchschnitt da wirklich ganz große Herausforderungen hat. Jetzt habe ich eh schon ein bisschen was vorweggenommen, da will ich mir jetzt aber gar nicht mehr zu sehr in die Praxis Ja, einnehmen und würde an euch übergeben. ich denke, wir kommen jetzt zum hoffentlich sehr guten Teil. Wir sehen ja eben auf der einen Seite 12 Handlungsfelder. Und die Frage ist wirklich die, wie setzen Unternehmen das um? Und ich darf gleich weitergeben in eine kurze Vorstellung. Dominik, darf ich dich dann bitten, wer ist denn das Unternehmen NÖM? Wie muss ich mir das vorstellen? Also vor allem, wenn ich jetzt ein Zuhörer in Deutschland bin oder vielleicht weiter im Westen arbeite. Und Dominik, wer seid denn ihr? Also du als IT-Verantwortlicher und der Patrick. Mal die erste Frage an dich. Wer seid ihr überhaupt? Dankeschön. Prinzipiell, wir sind die NÖM, niederösterreichische Molkerei, leitet sich quasi aus dem Namen ab. Bei uns die Herausforderung, klassisch lebensmittelverarbeitende Industrie, kriegen am Tag, dass man sich das vorstellen kann, circa 1,2 Millionen Liter Milch angeliefert. Und die Herausforderung ist, das müssen wir verarbeiten. Das heißt, das kommt am nächsten Tag wieder und den Tag darauf auch wieder. Und aus der Herausforderung heraus ist für uns das Thema IT einfach sehr, sehr spannend, weil wir hochsichere, hochverfügbare einfach Lösungen brauchen, die immer funktionieren müssen. Die bei uns sehr, sehr spannend ist, wir haben die komplette Wertschöpfung am Standort. Das ist wirklich von Anlieferung der Milch, die komplette prozessuale Verarbeitung bis zur Abfüllung am Ende dann, plus dann auch wieder die Weiterlieferung in den Lebensmitteleinzelhandel. Sind die zweitgrößte Molkerei in Österreich. Man kennt so große in Deutschland, Müllermilch etc. Und wir eben als zweitgrößte in Österreich vertreten. Ich selber darf da seit 3 Jahren die IT verantworten, was eben durch 24/7-Betrieb, Fokus auf den Standort, es muss immer funktionieren, einfach ein paar Challenges mitbringt, die man in einer diskreten oder in einer Auftragsfertigung nicht so hat, weil wir einfach die Produktion nicht abdrehen können, dem Erwartungsfenster etc., Leute aus ähnlichen Gewerben können das greifen, sind bei uns eine Riesen-Challenge. Ich bin aber auch froh, dass ich den Patrick da an meiner Seite habe, der sich kurz selber vorstellen kann. Genau, ja, mein Name ist Patrick Prohaska. Ich bin innerhalb der IT hauptsächlich für den IT-Security-Bereich verantwortlich und nehme mir auch für Architekturplanung und Aufbau von Infrastruktur. Und was ist da im heutigen Kontext spannend? Ich habe dann wirklich gemeinsam auch dieses NIS2-Assessment und die Maßnahmenumsetzung gemeinsam mit der Deutschen Telekom durchgeführt. Und da freue ich mich heute einfach schon drauf, dann später im Rahmen des Termins Einblicke geben zu können, was da so die Herausforderungen waren und wie wir das dann konkret angegangen sind. Genau. Okay.
Vielen Dank mal für eure Vorbereitung. Ich starte mal die Diskussion nochmal mit der Frage in eure Richtung. Speziell, ihr seid ja betroffen von sehr, sehr vielen Vorgaben, Regelungen, ISO-Zertifizierungen. Ist so eine zusätzliche Vorgabe wie NIS 2 eine weitere Herausforderung, wo ihr sagt, naja, okay, wir machen jetzt ein bisschen mehr? Oder ist NIS 2 aus eurer Sicht etwas gewesen, wo ihr sagt, puh, da kommt viel mehr auf uns zu? Wie habt ihr euch da orientiert? Die gute Frage. Prinzipiell sind wir sehr gewohnt, in ganz vielen ISO-Zertifizierungen, Lieferanten- oder Kundenqualifizierungsprozessen arbeiten zu müssen. Und wir suchen aber eher immer nach Chancen. Und so wie wir oder ich halt NIS 2 sehe, oder anders gedreht. Wenn du Wirtschaftsprüfer hast, die am Jahresende kommen und den Jahresabschluss attestieren, sagen die Finanzabteilung und die Firma hat einen guten Job gemacht, entlastet quasi auch Vorstand, Geschäftsführung und du bekommst den Pickel, einfach gesprochen. Und NIS 2 sehe ich so, dass wir das für die IT verwenden können. Da gibt es einfach eine Stelle, die uns sagt, das, was ihr tut, entsprechend den Anforderungen, passt oder passt nicht. Und in Wahrheit abgekürzt sehe ich es als Chance, um auch dann entsprechend Budget für prozessuale Themen bekommen zu können. Und ich bin halt der Europäischen Union auch dankbar, dass sie halt sagt, okay, ich brauche einen gewissen Mindeststandard im Bereich Netzwerk und Informationssicherheitsinfrastruktur, den man in der Europäischen Union auf die Straße kriegen kann. Es war eher interessant, wie kommt man zu dem Thema, weil wir, glaube ich, vor 1,5 Jahren sowas angefangen haben, dass das in den IT-Leiter-Communities herumgeschwirrt ist und keiner hat es wirklich greifen können, muss man fairerweise sagen, Energieversorger und so schon. Und das war für uns so die Challenge, wie geht man das an und wie greift man das an und was tue ich mit so einer nebulösen Wolke, die noch nicht wirklich gut greifbar ist. Genau, und darauf gleich aufgesetzt die Frage, und du sagst nebulöse Wolke, wie habt ihr euch denn entschieden, eben das dann wirklich konkret anzugehen? Ich denke, viele von den Leuten, die uns heute auch zuhören, stehen auch noch an einem Standpunkt, wo sie sagen, puh, da kommt eine Vorgabe, die müssen wir erfüllen. Wie gehen wir das an? Ich denke, für die meisten, die jetzt heute dabei sind, ist das eine der allerwichtigsten Fragen. Die Frage habe ich mir damals auch gestellt. Ich habe dann versucht, mich übers Internet schlau zu machen, wie man es halt so tut, mal drauf losgoogeln und bin draufgekommen, da komme ich nicht wirklich weit. Habe dann noch ein bisschen die Fühler ausgestreckt und ich bin ganz ehrlich, dass ich sage, österreichische Beratungshäuser, deutsche Beratungshäuser, so schon wer ist denn da schon wie verwurzelt involviert? Und die Angebote, Startgespräche waren sehr schwierig, weil das war sehr akademisch, will ich gar nicht sagen, aber sehr viel Formalismus. Und wir als Molkerei sind halt einfach sehr hemdsärmelig, muss man fairerweise sagen. Und deswegen habe ich wen gesucht, der versteht, was ich will und der mir hilft auch mal pragmatisch eine, ich nenne es jetzt Blindspot oder eine Statuserhebung zu machen, ohne dass ich halt jetzt wochenlang irgendwelche Formulare ausfülle und dann erklärt mir einer, ich mache alles falsch und ich muss die drei Lösungen kaufen und dann wird alles viel besser. Das ist so ein bisschen der Beigeschmack, den ich halt einfach erfahren habe und bin dann über so einen IT-Leiter-Roundtable auch zur Deutschen Telekom gekommen. Und mir war auch wichtig, in dem Fall ein Systemhaus, sage ich mal, zu haben, das ich noch nicht aktiv hatte vorher, weil ich wirklich eine unabhängige Sicht von extern haben wollte, die mich objektiv bewertet. Und ich glaube, bei den Erstgesprächen habe ich das auch sehr, sehr klar gemacht. Da geht es jetzt nicht um Solution Selling, sondern wirklich, hey, ich brauche einen Pickel-Bericht, der objektiv ist. Und so haben wir auch dann, glaube ich, in die konkrete Umsetzung gestartet. Dann darf ich, Patrick, ich bind dich mal ein in die Frage, weil du ja wirklich dann sehr stark operativ für Security-Agenten auch verantwortlich bist. Wie war denn das für dich, dieser Start? Genau, da gebe ich einen kurzen Einblick. Also wie der Dominik schon erwähnt hat, wir haben quasi mit diesem Pickel-Bericht gestartet. Das heißt, es hat begonnen mit einem Assessment. Das ist so quasi die Erfassung des As-Is-Zustandes. Das war mal quasi die Ausgangslage von dem Ganzen. Dann habt ihr quasi aus diesen Informationen, die was wir in diverse Workshops gemeinsam erhoben haben, habt ihr dann quasi mit diesem Pickel-Bericht abgegeben. Das heißt wirklich im Benchmark mit anderen Security-Checks, noch Kritis und dann noch ein NIS. Warum? Wir haben damals schon relativ früh gestartet mit dem Thema und da war das NIS 2 noch nicht so konkret. Das heißt, da war es für uns auch wichtig, damit ihr schon Erfahrung im Kritis-Bereich gehabt habt, um dort einfach mal einen IS-Zustand zu erheben.
Was haben wir dann als nächstes gemacht? Nachdem wir dann fertig waren mit dem, haben wir dann einmal ein To-Be abgeleitet. Das waren dann wirklich, welche Maßnahmen resultieren jetzt aus diesem Pickle-Bericht, was vorher dann entstanden ist. Was ist rausgekommen? Rausgekommen ist, wir haben schon sehr gute Umsetzungen technischen Maßnahmen im Bereich Informationssicherheit. Aber um quasi die NIS-2-Kriterien erfüllen zu können, ist Nachschärfungsarbeit im Bereich der organisatorischen Maßnahmen notwendig. Genau. Und wie sind wir das dann angegangen, das Ganze? Dann sind wir wirklich hergegangen und haben gesagt, damit wir dieses ganze Konvolut stemmen können, gehen wir her und teilen das in verschiedene Pakete unter, dass man sagt, man schafft mehr Struktur und man priorisiert dann das Ganze auch. Und dann sind wir wirklich hergegangen, gemeinsam mit dem Felix und mit den Kollegen und haben dann mal gesagt, es gibt To-Dos im Bereich Risikomanagement, es gibt Bereich im To-Dos im Bereich BCM, es gibt To-Dos im Bereich Asset Management. Wie gehen wir das dann an? Also wirklich die operationale Implementierung, das war uns dann auch wichtig, weil wir wollen ja keine wissenschaftliche Arbeit daraus machen, sondern wir wollen schauen, dass wir die Anforderungen erfüllen. Aber das, was wir quasi im Rahmen dessen produzieren, soll da einen Mehrwert bieten für die Organisation. Da gehe ich dann nachher noch gerne auf ein paar konkrete Beispiele ein. Aber das mal zu deiner Frage. Okay. Vielen Dank mal. Ich darf jetzt mal kurz den Felix auch mit hineinholen in unsere Diskussion. Wir haben jetzt Pickle-Bericht gehört als Begriff. Ich finde den sehr, sehr guten Begriff. Felix, wie gehen wir denn das Ganze an? Wie schaut denn das aus deiner Sicht aus? Du kommst als quasi wirklich als Berater zu Unternehmen und die Unternehmen fragen mich, ich möchte mal wissen, wo ich stehe, ich möchte wissen, wie ich anfangen kann. Wie schaut denn das aus unserer Sicht aus, wenn wir da starten? Genau, also wir beginnen meistens mit so einem Informationsworkshop, wo man mal gemeinsam einmal schaut, okay, was ist das Unternehmen überhaupt? Was macht das Unternehmen? In welchem Geschäftsfeld ist das Unternehmen überhaupt tätig? Das ist einmal so diese Identifizierungsphase. Fällt dieses Unternehmen überhaupt in die NIS2 oder sogar in Deutschland unter Kritis? Dann nochmal diese schärfere Variante. Genau, das ist einmal so das Erste. Identifizierung, das ist das Wichtigste. Da sagen wir natürlich auch immer dazu, eine komplette hundertprozentige Identifizierung können wir als Consultants zum Beispiel nicht machen, weil das natürlich ein rechtliches Thema ist. Das muss natürlich das Unternehmen selber auch identifizieren mit ihrer Rechtsabteilung selber, weil es natürlich hier Gesetze sind, EU-Richtliniengesetze. Das heißt, eine hundertprozentige Identifizierung können wir hier auch nicht durchführen. Aber wir können natürlich die Richtung auch vorgeben. Man kann mal sagen, ja, wir sehen es wahrscheinlich, dass das Unternehmen drunter fällt oder wahrscheinlich eher nicht. So kann man mal auch die Richtung festgeben. So, das ist mal der erste, wichtigste Schritt eigentlich. Und dann gehen wir in das Assessment hinein. Ja, das Assessment beginnt einmal, dass wir mal abstimmen, was ist überhaupt der Scope? Was wollen wir uns im Unternehmen überhaupt anschauen? Was ist eigentlich wichtig dafür? Also es dreht sich dann sehr oft bei der NIS2 oder bei Kritis, dreht sich immer um dieses Wort kritische Dienstleistung. Ja, was ist die Dienstleistung, die das Unternehmen bringt, die als kritisch eingestuft wird? Ja, und das muss man mal definieren. Und was hängt an dieser Dienstleistung eigentlich dran? Welche Services hängen dran? Welche Hardware hängt dran? Ja, das sind natürlich einige Sachen. Welche Bereiche, welche Abteilungen hängen hier dran? Ja, das muss man alles einmal definieren und einmal abstecken. Und wenn man das einmal abgesteckt hat, dann kann man wirklich in das Doing hineingehen, in das Assessment hineingehen. Da haben wir dann unsere Themengebiete, die im Prinzip das widerspiegeln, was wir vorher gesehen haben mit den Handlungsfeldern, wo dann wirklich das in Pakete aufteilen, wo wir dann mit den richtigen Interviewpartnern im Unternehmen dann auch sprechen und dann hier auch einen gewissen Deep Dive. Ich muss auch sagen, es ist jetzt nicht sehr tief, weil natürlich das Assessment soll jetzt kein ganzes Deep Dive Assessment werden, sondern soll er auch mal eine gewisse Richtung zeigen, wo steht das Unternehmen, was ist jetzt wirklich, wo brennt der Hut, ja, was sind Themen, die wirklich angegangen werden müssen, ganz schnell. Was sind Themen, die auch vielleicht leicht angegangen werden können, wo man schneller mal Quick-Wins auch drinnen hat. Ja? Und das ist eben, was wichtig ist bei diesem Assessment, was man dann herausbekommt. Okay. Ich fasse mal zusammen. Also ich denke, das Wichtige ist wirklich, dass alle an einem Tisch, also Vertreter des Unternehmens und die Beratenden, wirklich sich ein Bild darüber machen, was sind denn die Prozesse, die aus Sicht beider dann möglicherweise oder ganz sicher unter das Thema fallen, hier müssen wir NIS2 oder Kritis anwenden, das ist das eine.
Das andere ist, dass wir rasch eine Standortbestimmung machen. Also es geht jetzt, wie der Felix gesagt hat, nicht darum, dass wir wie ein Wirtschaftsprüfer in sämtlichen kleinen Informationen herumwühlen, sondern es geht einmal um die ganz großen Fragen. Am Beginn, immer gibt es ein Asset Management und über diese 12 Punkte, die wir vorher gesehen haben, darüber hinaus. Und daraus abgeleitet gibt es dann die Punkte, und damit komme ich dann wieder an die Frage in Richtung Dominik und Patrick, die dann weiter bearbeitet werden müssen. Jetzt ganz kurz eine Frage davor. Ist euer Ziel gewesen, in einer bestimmten Zeit wirklich NIS ready zu werden? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, ja, wir warten auch ab, bis wirklich die Gesetzgebung so final heraus ist, wo man dann konkret ableitet, was muss ich denn wirklich genau tun? Wie seht ihr das von der zeitlichen Schiene her? Ich möchte ganz kurz noch was zum Felix vorher ergänzen, weil ich das wichtig finde, dass es greifbarer wird. Wir haben in den Vorgesprächen, habe ich auch verlangt vom Felix, dass er mal das Excel mit den Fragen zeigt, weil wir einfach wollten, dass das funktioniert. Und anhand der Fragen kriegt man ein Gespür, wie der Zugang zur Firma ist. Und das will ich da herausheben. Das war wirklich sehr hemdsärmelig und hands-on. Und wenn man seine IT ein bisschen kennt, dann weiß man auch so ein bisschen, wo es halt Defizite und Potenziale gibt. Und deswegen hat dieser Assessment-Prozess, und manchmal ist Assessment, das hört sich so gefährlich an, das ist es nicht. Das funktioniert sehr gut und sehr effizient. Dann weiß man, da bin ich ganz gut dabei, dort habe ich Themen, wo ich einsteigen muss. Und das ist ein sehr iterativer Prozess, wo wir uns wirklich so in 2-Stunden-Blöcken vorangehandelt haben und jetzt nicht eine Woche lang Ressourcen gebunden haben und uns dann irgendwo eingegraben haben, weil das einfach im täglichen Arbeiten nicht geht. Das war mir nur kurz wichtig, das hervorzuheben. Und das war wirklich so ein Ping-Pong-Spiel. So, da hat es eine Session gegeben, wir haben uns das angeschaut, dann hat es einen nächsten Termin gegeben, 2 Stunden, dann hat man einen Kollegen dazu geholt. Das war wirklich ein angenehmes Ping-Pong-Zusammenarbeiten und nicht so ein Fingerpointing, nur dass man ein Gespür bekommt. Und zu deiner Frage gerade, unser Ziel, also ich bin ganz ehrlich, mein Ziel war es jetzt nicht, zu einem gewissen Zeitpunkt fertig zu werden. Für mich war das Ziel zu schauen, okay, ich habe meine Meinung, meine Wahrnehmung von unserer IT und ich möchte jetzt diesen objektiven Blick haben mit all den Themen, die einfach für diese Implementierung notwendig sind. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt ein Gesetz nur erfüllt, um des Gesetzes willen, muss ich fairerweise sagen, sondern schon auch schaut, was ist da drin für mich, was haben sich die Leute dahinter gedacht und wie kann ich einen Mehrwert für die Firma einfach da mitbekommen, weil sonst habe ich Assessment um Assessment um Assessment, Kostenblock um Kostenblock um Kostenblock und kann intern ja am Ende gar nicht mehr argumentieren, was ist mein Business Value dahinter. Also das war schon der Versuch, die guten Sachen rauszunehmen und die transparent zu machen und das nicht als die nächste Bürde zu sehen, sondern wirklich sagen, hey, ich habe dann einen Bericht, wo drinnen steht, das mache ich gut, das mache ich nicht gut, den kann ich an mein Board berichten, mit einem Management Summary, mit einer Maßnahmenableitung, um die Gaps zu erfüllen, um da dann auch natürlich Budget zu lukrieren, weil es gibt einfach Themen, die kosten Geld, das wissen wir alle, und da gibt es einfach Prozesse, Budgetprozesse, die eingehalten werden müssen. Und deswegen war es uns auch wichtiger, rechtzeitig zu starten, und nicht so quasi einen Monat vorher, es könnte mich betreffen und dann laufe ich den Themen hinterher. Okay, das ist ein super spannender Input. Also wirklich, dass diese ganzen Vorgaben nicht nur als Erfüllungszwang zu sehen. Ich werde durch den Gesetzgeber zur nächsten x-ten Iteration gezwungen, etwas zu erfüllen, sondern wirklich als Chance zu sehen, wie mache ich mich besser im Sinne von, wie stelle ich mich sicherer auf, wie stelle ich mich resilienter letztendlich auch auf, um etwaigen Bedrohungen sinnvoll zu begegnen und Pläne in der Tasche zu haben, was man im Fall der Fälle dann macht. Und Patrick, du hast angeboten, zu sagen, du gehst gerne ein bisschen mehr in die Tiefe, also da, wo wir dann festgestellt haben, es gibt jetzt Bereiche, sag's mal so, da seid ihr noch nicht perfekt, da gibt es einen Bedarf, etwas zu tun. Wie hast du denn das gesehen und wie sind denn dann die Dinge gelaufen? Genau, ich würde gerne mal ein Thema mitnehmen, das, was mir wirklich am Herzen liegt, weil man oft in der Praxis miterlebt, dass dort ein zu wenig Fokus drauf gelegt wird. Und das ist für mich beim NIS2-Thema vor allem die Zusammenarbeit mit dem Business. Weil NIS2 wird oft nur als IT-Thema gesehen, aber in Wahrheit ist es viel, viel mehr. Weil was dort mir wichtig ist, also erstens mal die IT muss einerseits mal genau verstehen und wissen, was betreibt sie überhaupt. Das ist das, was du mit Asset Management vorher angesprochen hast. Vorher braucht man sie um weiterführende Themen wie einen Notfallplan. Gar nicht um
kümmern. Und was da für mich so wichtig war, also wir haben NIST zwar wirklich als Chance genutzt und haben sie mit den Fachabteilungen viel, viel enger abgestimmt. Das heißt, wir sind wirklich zusammengesessen im Rahmen von Business Impact Analysen und haben sie wirklich ganz hemdsärmelig gemeinsam mit ihnen überlegt, welche Systeme stellen wir für euch zur Verfügung, welche Auswirkungen hat es, wenn die Systeme nicht zur Verfügung stehen. Das geht dann auch ein bisschen weiter in Richtung RTO-RPO-Zeiten. Aber auch viel, viel mehr in die Richtung Mindset-Schaffung, dass man wirklich mal im Business das Mindset schafft. Das ist jetzt nicht grundsätzlich selbstverständlich, dass die IT immer 24x7 läuft, sondern man muss halt darüber nachdenken, was ist, wenn das nicht der Fall ist. Und da waren das für uns super, super lehrreiche Gespräche, wo man auch gemerkt hat, das Business denkt über Worker. Nochmal geht es nicht mehr Selbstverständlichkeit aus. Und diese Gespräche haben wir natürlich dann auch den Input daraus genutzt und haben mit dieser Basis dann auch diesen Notfallplan erstellt. Weil ich verstehe für mich selbst und den Notfallplan, das waren auch super coole Gespräche mit Felix immer, nicht nur irgendein starres Dokument, wo der Auditor nur zufrieden ist, sondern so ein Notfallplan wirklich für die IT, der muss uns als IT-Lern helfen in der Firma, gerade in brenzlige Situationen, wo man dann nicht Zeit hat, dass man anfängt, darüber nachzudenken. Was ist jetzt der erste Schritt? Das ist ein bisschen wie in der Flugindustrie mit dem Vergleich. Das oft. Da braucht man dann wirklich eine Checkliste, dass man wirklich sagt, wie geht man es jetzt konkret an? Wie stellt man die Teams auf? Wann fängt man an? Welche Systeme in welcher Reihenfolge durch welche Abhängigkeiten wiederherzustellen? Und da ist vor allem dieser Business-Input super wichtig, weil wir als IT, wir können nur Vermutungen treffen, was jetzt für das Business am wichtigsten ist. Wissen tun wir es aber erst, wenn wir mit ihnen gesprochen haben. Deswegen war es essentiell, damit diese Inputs aus den ganzen Gesprächen wirklich dort da in diesen konkreten Notfallplan einfließen, damit wir für den Fall der Fälle einfach bestmöglich gerüstet sind und dann auch vorher uns wirklich schon hinsichtlich mit dem Business gemeinsam über Prioritäten oder Vorgehensweisen abgestimmt haben. Okay, dann darf ich wieder Felix also das war ein sehr, sehr spannender Einblick. Felix, deine Sicht aus aus der Berater, aus der Consulting-Sicht. Ich glaube, ja, also was der Patrick angesprochen hat, ist nämlich genau der Key-Punkt eigentlich wirklich hier bei der NIST 2. Ja, ja, es sind viele Themen, sind IT-lastig, ja, vor allem eben in der technischen Informationssicherheit, wenn man Backup-Strategie sich anschaut, Kryptografie anschaut und so, das sind natürlich IT, sehr IT-lastige Themen. Aber man darf eben nie aus dem Fokus verlieren, dass es um das Business selber geht. Ja? Also was die NIST 2 ja sagt, ist, dass die kritische Dienstleistung zu schützen ist. Das heißt, hier in diesem Fall bei NIST eben die Lebensmittelproduktion. Ja, das ist das Schützenswerte. Es ist jetzt die IT, ist quasi der Supportprozess dafür, dass die Produktion ja läuft. Und da ist eben dieses Zusammenspiel, wie der Patrick gesagt hat, ist es enorm wichtig. Was wir auch als Consultants jetzt sehr viel bei vielen verschiedenen Kunden sehen, ist, dass das auch eine gewisse Arbeit ist, hier auch eine Awareness beim Business auch zu schaffen, bei den Fachabteilungen zu schaffen, dass dieses Thema wichtig ist, dass sie sich auch damit auseinandersetzen müssen. Und da ist auch sehr stark natürlich auch die IT-Abteilung gefragt, hier auch eine Brücke zu schlagen, ja, zwischen dem Business und dann ist zwei und uns als Consultant, die wir reinkommen und hier auch unterstützen wollen. Ja. Ich habe da ganz kurz eine Zwischenfrage. Wir haben ja jetzt schon wirklich sehr viele NIST Consultants gemacht. Wie siehst du das denn bei anderen Unternehmen im Vergleich zu NIST? Dieses Zusammenspielen zwischen IT, Security-Verantwortung und dem Business. Kommt man durch NIST 2 automatisch dorthin? Automatisch gar nicht. Gar nicht. Automatisch geht es gar nicht. Also da ist schon eine Arbeit dahinter, dass das funktioniert. Mhm. Es ist eigentlich ganz unterschiedlich in den Unternehmen. Ja, es gibt kommt auch immer natürlich auf die Größe drauf an des Unternehmens. Je kleiner das Unternehmen, desto familiärer, desto einfacher ist es natürlich, hier auch ein Zusammenspiel auch zu schaffen. Bei größeren Unternehmen geht es dann auch sehr stark darum, wie auch die Geschäftsführung hier agiert in diesem Zusammenhang. Ja, ist das etwas, was von der Geschäftsführung auch wirklich unterstützt wird, diese Thematik, dass das auch wirklich forciert wird, dass das auch von oben auch kommt. Ja. Ich glaube, und Dominik Patrick, ich glaube, ihr werdet mir da zustimmen, die IT-Abteilung alleine kann hier
wenig Aussichten. Das wird dann sehr stark ein Silo-Denken, wo dann nur die IT selber etwas macht und dann ist die IT gut da, aber man vergisst dann das Business selber. Ja. Darf ich da ganz kurz eintun? Ich tue mir gerade so schwer, wenn ich ehrlich bin, weil für mich geht es da viel um Verantwortung. Für mich ist das Thema, die NEM, und ich bin jetzt brutal, bezahlt mich dafür, dass ich mich um IT kümmere, Punkt. Das heißt in allen Facetten. Und es ist meine Aufgabe, die Themen auch aufs Tableau zu bekommen, weil ich kann jetzt nicht von meiner Vorstandsebene erwarten, weil die haben 1 Million Themen am Tisch. Und IT, ich will ihnen das Gefühl geben, it's managed, Punkt. Und wenn ich mit was komme, dann hat das eine Bedeutung. Ich habe es mir vorher überlegt und ich habe einen Vorschlag, wie wir das machen können. Und das ist, glaube ich, das, wo wir ja schon oft ein Thema haben, sagt, na, der da oben muss mir halt dann sagen, ich soll das tun. Das sehe ich halt gar nicht so. Und ich bin auch der Überzeugung, wenn man als ITler, und ich will gar nicht sagen, richtig auftritt, aber einfach eine Credibility im Unternehmen hat, eine Glaubwürdigkeit, dann wird das auch genommen. Und dann kann man auch erklären, wieso die Themen relevant sind. Wir machen das nicht zu einem Selbstzweck, weil mir so fad ist und ich mich beschäftigen muss, sondern ich will ja mein Unternehmen schützen. Erstens über die IT-Security vor Angriffen, aber auch über dieses ganze reglementierte Thema wie Gesetze, dass da nichts passiert. Ich sehe mich da wirklich als den, der das ganze Areal bewacht, dass man vielleicht ein Bild im Kopf hat. Und das kann man schon verlangen, dass man das intern präsentiert. Dann muss man sich halt in ein Board-Meeting reklamieren. Dann muss man halt anklopfen und sagen, du, wir haben da ein Thema am Tisch. Aber jetzt zu warten, bis dann über Golfplatzgespräche, ich polemisiere jetzt ein bisschen, dann der Vorstand kommt und sagt, du, ist nie so ein Thema für uns. Also wenn mir das passiert, dann habe ich, wenn ich ehrlich bin, einige Sachen verschlafen. Sorry jetzt vielleicht, falls das sehr direkt ist, aber für mich ist das schon Verantwortung auf der IT-Leiter- oder Name-It-Ebene, den Ball wirklich aktiv in die Hand zu nehmen. Und das will das Board sehen, ein CEO, ein CFO, die wollen, dass einer kommt und sagt, du, das ist mein Thema, meine Sphäre, das Thema haben wir am Tisch, das und das ist mein Vorschlag, machen wir oder machen wir nicht. Und ich kenne sehr wenig C-Levels, die dann sagen, na sicher nicht, sondern die genau so einer Empfehlung folgen, weil sie anders Unternehmen nicht führen können. Das denke ich auch. Konstruktiver ist immer, dieses Gespräch zu suchen und hier übergreifende Lösungen zu finden. Was man aber umgekehrt auch sagen muss, ich kann mich jetzt vor allem als CEO nicht von der Verantwortung herausstehen, im Sinne, dieses Thema zu ignorieren und zu glauben, das geht an mir vorüber und wenn es einen Impact gäbe, das hätte keine Auswirkungen auf mich persönlich. Dominik, der Input von dir ist sehr, sehr spannend. Kannst du vielleicht noch uns ein bisschen einen Überblick geben darüber? Du hast ja gesagt und betonst das immer wieder, du siehst das als Chance. Welche Dinge sind denn, oder in anderen Worten, konnten eben durch diese NIS-Kritis-Vorgaben oder über das Projekt, das wir gemeinsam durchgeführt haben, aus deiner Sicht wirklich auf eine, zum Beispiel auf eine Fastlane gebracht werden, wo du sagst, ja, da habe ich jetzt wirklich etwas herausgezogen für dich in der Verantwortung für den ganzen IT-Betrieb, wo du sagst, das hat dich wirklich weitergebracht inhaltlich jetzt. Da bist du, oder da ist der IT-Betrieb besser geworden. Also ich muss sagen, so das eine Thema gab es jetzt nicht, weil wir gefühlt, und das war der Einstiegspunkt und das Ergebnis, gut dabei waren. Es hat jetzt keinen Ball gegeben, den wir nicht balanciert haben. Wo es mir schon sehr geholfen hat, ist einfach Brücken zu schlagen. Weil du ja am Ende des Tages, du hast ein Budget, das du abgibst, du hast Projekte, die du abarbeitest, du hast Daily Business und du hast unerwartete Inzidenz, nenne ich es jetzt mal, oder Interruptions. Und wenn du es schaffst, mit diesem Assessment und dem Bickel-Bericht diese Brücken zu schlagen, dass du sagst, okay, das Thema ist da rausgekommen mit einem gewissen Verbesserungspotenzial, da gibt es schon einen Budgetposten, eine Budgetline dafür und die zahlt dann quasi auf das Thema ein. Dann tue ich mir natürlich in Budgetdiskussionen, und die meisten von uns wissen, wie das läuft, es wird nicht einfach alles durchgewunken, sehr viel leichter, meine Mittelfristpläne zu definieren. Plus auch, es gibt halt Themen so wie Risikomanagement. Ich kann jetzt entweder Excel-Liste runterbeten und bin audit safe oder ich sage, ich möchte wirklich szenariobasiert, risikobasiert arbeiten und bringe das auch in Budgetgespräche mit ein. Und persönliche Erfahrung, man wird ganz anders am Tisch wahrgenommen, wenn man mit einer Unternehmerbrille denkt und das ist halt auch ein Szenario- oder risikobasierter Ansatz und sagt, okay, das Risiko gibt es am Tisch, ich habe eine Eintrittswahrscheinlichkeit, ich habe einen Impact und die Mitigation des Risikos kostet uns XY. Du wirst ganz anders wahrgenommen in Gesprächen, als wenn man dasteht und sagt, nein, ich brauche 500.000 Euro, weil, und man aber diese Übersetzungsleistung gar nicht schafft. Und das, muss ich sagen, ist ein tolles Handwerkszeug, das rauskommt, weil das haben halt viele ITler vorher nicht gehabt. Also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster.
aber so risikobasierte Ansätze, szenariobasierte Ansätze, das waren jetzt nicht die Table Talks bei den CIO-Leiterrunden, wenn ich ehrlich bin, sondern das ist eher so ein gewisser Reifegrad, der sich in letzter Zeit für mich daraus kristallisiert, wo man schon sagt, okay, da kann man seinen Horizont erweitern und schafft doch diesen Sprung ein Level weiter rauf, um mit einem CFO, mit einem CEO auf Augenhöhe diskutieren zu können. Ist das, kann man dem folgen, was ich da versuche gerade zu verbalisieren? Also ja, für uns glaube ich, aber das ist jetzt leicht. Ich hoffe für alle unsere Teilnehmenden auch. Ich stelle euch noch eine andere Frage. Du bringst das sehr, sehr positiv und ich finde das auch super spannend. Trotzdem noch eine kritischere Frage in eure Richtung. Hat es dann Punkte gegeben, die durch diese NIS-2-Vorgaben einfach jetzt reinkommen, die erfüllt werden müssen und wo ihr sagt, puh, das war mühsam, da haben wir länger gebraucht, das ist komplizierter gewesen, das ist eher auf wienerisch gesagt zart gewesen. Wie schaut es da aus? Ist alles so super gegangen oder hat es auch Dinge gegeben, wo ihr sagt, da haben wir länger drüber nachdenken müssen oder was? Ja, das will ich kurz beantworten. Also was die größte Herausforderung im Zuge von dem Projekt war, war auch das Mindset im Business vorher zum Schaffen. Und redet jetzt gar nicht von der Geschäftsführungsebene, sondern wenn dann der ITler, der Patrick zum Beispiel, daherkommt und sagt, liebe Fachabteilung, wir würden Sie gerne abstimmen mit dir zu den und den Themen, zu den und den Fragen, dann haben wir grundsätzlich am Anfang mal Barriere, weil die Leute haben dann noch nicht drüber nachgedacht über das Thema und da merkt man halt dann wirklich, ist ein neues Thema, sie müssen sich damit beschäftigen und da hat man halt am Anfang dann trotzdem minimal abweisende Haltung. Da war es mir aber dann immer wichtig, dass wir sie gemeinsam zusammengesetzt haben und wirklich einmal erklärt haben, warum, weshalb, warum. Also wirklich, warum machen wir das jetzt konkret mit ihnen? Dass wir jetzt nicht einer Zeit strapazieren wollen, um unsere Fragebögen auszufüllen, sondern wirklich mit dem Mindset, wir wollen quasi die IT-Security im Unternehmen stärken und die ganzen Fachabteilungen auch besser darauf vorbereiten. Also das war aus meiner Sicht die größte Herausforderung. In Rest, wie es der Dominik schon erwähnt hat, sehen wir eher als Chance, weil wir haben quasi eine EU-weite Richtlinie, wo es schafft, quasi die Cyber-Security-Mindeststandards zu erhöhen. Da werden jetzt wir quasi als leidenschaftliche ITler oder Security-Verantwortliche jetzt nicht sagen, nein, das ist jetzt nervig oder mühsam, sondern eher, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir dort die Resilienz vom Unternehmen gegenüber Cyberbedrohungen noch weiter stärken und ausbauen. Danke mal für die Antwort, Felix, wieder in deine Richtung. Wenn wir jetzt nicht die NÖM quasi fast schon als Vorzeigeunternehmen betrachten, sondern andere Unternehmen, wo siehst denn du eigentlich die schwierigsten Punkte, vor denen andere Unternehmen stehen, die wir beraten, um hier anzufangen, um die Umsetzung zu starten? Ja, also das meiste, was wir eigentlich sehen bei unseren Kunden, ist, dass die technische Ausführung eigentlich schon auf einem sehr guten Niveau ist. Ja, weil klassisch IT-Departments sind Techniker, die wissen, wie sie ihre Sachen aufbauen, die haben sie im Gefühl, wie sie auch das sicher konfigurieren. Wo dann das meiste Problem ist bei den meisten Kunden, ist dann der Lifecycle, der dahinter steht. Ja, also zum Beispiel eine Firewall aufbauen, eine Firewall-Regeln definieren, das ist schneller mal gemacht, das habe ich gemacht, aber dann diesen Lifecycle dahinten, das wirklich regelmäßig anzuschauen und wieder weiter zu definieren, sind diese Ports, die offen sind, werden die überhaupt noch gebraucht von dem System oder gibt es dieses System überhaupt nicht mehr, das diesen offenen Port braucht zum Beispiel. Also diesen Lifecycle dahinter, das ist so das Schwierige, da in dieses Mindset hineinzukommen. Ich muss mir das regelmäßig anschauen, ich muss das regelmäßig assessen, brauche ich das noch, brauche ich das nicht. Im Zuge dessen ist natürlich das Risikomanagement ein sehr, sehr großes Thema. Ja, wir haben viele Kunden, die im Mittelstand tätig sind und die haben noch kein Risikomanagement in der IT-Abteilung oder überhaupt im gesamten Unternehmen. Das heißt, hier muss man zuerst einmal schauen, okay, wie baue ich dieses Risikomanagement auf? Was mache ich? Ja? Man muss zuerst einmal definieren, was ist meine Eintrittswahrscheinlichkeiten? Ja? Wie kategorisiere ich das? Was sind meine Auswirkungen? Wie ist meine Risikomatrix? Und dann muss ich natürlich da hineingehen, dass ich in NIS2 verlangt den Allgefahrenansatz. Das heißt, ich muss mir alle Gefahren anschauen und wie mappen diese Gefahren auf die jeweiligen Assets, die ich in meinem Unternehmen habe, speziell natürlich IT-Assets auch, und welche Szenarien kann ich daraus entwickeln und wie hoch ist dann das Risiko zu diesen Szenarien? Und dann natürlich weiter, wie kann ich dann diese Risiken, wenn sie mir zu hoch sind, wie kann ich sie halt dann auch reduzieren? Ja, und das sind so die Schwierigkeiten eigentlich, da hineinzukommen in
in dieses Doing reinzukommen. Wie mache ich Risikomanagement? Wie kann ich das leben? Wie kann ich das so machen, dass das auch akzeptiert wird? Ja? Vor allem auch natürlich, wie kann ich das machen, dass es in meiner IT-Abteilung auch akzeptiert wird. Ja, das ist natürlich auch ein großes Thema. Ja, es ist sehr oft sehen wir, dass der IT-Leiter, IT-Leiterin gewillt ist, das zu tun. Aber dann sind die Mitarbeitenden dann auch so, ja, jetzt müssen wir wieder nochmal was Zusätzliches machen. Da muss man sie natürlich auch gut abholen, wie der Patrick auch das vorher gesagt hat, auch mit dem Business. Ja. Ich habe da eine Frage aus unserem Publikum bekommen. Würde ich gern Patrick, Dominik an einen von euch stellen. Wirklich, was ist denn der Quick Win aus Sicht der Technik und wie, also wirklich der Quick Win und wie kann ich den darstellen und das nicht nur eigentlich so ähnlich wie der Felix das jetzt formuliert hat, als Störung des Daily Business sehen? Also, wir haben Dominik von dir gehört, also diese mittelfristige Budgetplanung, ich denke, das ist ein sehr, sehr guter, valider Punkt, dass ich hier intensiv darauf Einfluss nehmen kann. Habt ihr noch Dinge, die wir mitgeben könnten, so als Quick-Win von solchen Assessments und dann von der Herangehensweise? Eine Frage die, ist die Frage, also ich schaue, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ja. Was kann denn bei dem Assessment rauskommen? Es kann rauskommen, passt oder passt nicht. Wenn rauskommt, passt, kann ich unterfüttern das, was ich die letzten Jahre getan habe und kann sagen, die Projekte, die wir getan haben, haben technisch gut funktioniert. Wenn rauskommt, es gibt sehr viel Optimierungspotenzial, dann nehme ich an, hat das einen Grund. Das kann sein, fehlende Investitionsbereitschaft, Priorität der IT-Investments in Relation zu anderen Bereichen in der Firma einfach anders gelagert. Das heißt, dann habe ich in Wahrheit einen Hebel, wo ich sage, passt, weil wir einen gewissen Investitionsrückstau haben, tun wir uns jetzt halt schwer und kann das einfach fortführend in die Zukunft nehmen, um zu erklären, warum halt regelmäßige Investitionszyklen, vielleicht mit einer geglätteten Investkurve, dass da nicht alle 5 Jahre ein riesiger Capex-Posten entsteht, den muss man dann wieder weiterschieben. Da kann man auch Geschick mitnehmen und sagen, ich glätte das, mache es rollierend und habe einen forecastbaren Investitionsplan, ist jetzt ein anderes Thema. Wenn ich die Frage so verstehe, dann habe ich das eine oder das andere, wo ich sagen kann, ich kann das entsprechend in meiner internen Argumentation, internen Diskussion schon verwenden, um gewisse Sachen zu unterfüttern. Falls ich die Frage richtig interpretiert habe. Da. Ich hoffe, dass wir da in die Nähe gekommen sind, die Frage zu interpretieren. Felix, du hast gemeint, auch dass im Zuge von den Assessments dann sehr wohl Dinge herauskommen, wie ich habe da und dort, also da sind wir ja auf einer sehr, sehr wirklich tieftechnischen Ebene unterwegs. Ich schaue mir meine Policies an in der Firewall, meine Configs, stelle fest, da und dort sind Dinge offen. Ich habe Zugriffe von außen und. Also im Rahmen vom Assessment kommt man, denke ich, schon auch zu dem Punkt, wo man solche quasi simplen Dinge feststellt, die man unmittelbar nämlich in den meisten Fällen beheben kann. So in der Tiefe kommt es im Assessment. Kann es rauskommen? Ja. Meistens kommt es eher so in der Tiefe nicht raus, sondern was wir uns bei diesen ganzen technischen Sachen vermehrt anschauen, ist die generelle Infrastruktur der IT-Landschaft. Und dann gibt es einen Prozess, der das am Leben hält, der das aktuell hält. Ja. Ja, also um das Beispiel mit der Firewall noch herzunehmen, also wir schauen uns jetzt nicht jede Firewall an und schauen, wie die konfiguriert ist. Ja, das machen wir nicht, dafür haben wir einfach die Zeit nicht. Ja, aber wir schauen uns an, wir fragen, schaut ihr euch das regelmäßig an? Wie geht es daran, dass ihr das aktuell haltet? Ja, und schauen, ob kurz, da Felix, darf ich da kurz ergänzen? Sorry, wieder, ja, genau. Ich will nämlich da jetzt eine Lanze für euch jetzt brechen in Gesprächen. Ganz so ist es nicht. Weil in Wahrheit, wenn du die richtigen Leute im Meeting hast und du über die Fragen durchgehst, und das habe ich ja bei euch gut gemerkt, du merkst ja schon, wie ich auf eine Frage antworte, kennt das ja aus, weiß er, was er sagt, oder fängt er ins Stottern und ich erkläre da, warum es eh super ist, wie ich es tue. Und das hat man schon gemerkt, da spielt eure Erfahrung eine Rolle, weil da kommt halt mit, okay, bei dem Thema ist das nicht ganz stringent, nehme ich mal mit, schauen wir uns vielleicht extra an, bei dem Thema seid ihr safe. Also so ist es schon gewesen, dass man da viel mitnehmen konnte von euch. Ja, man schaut sich nicht jede Firewall-Regel an, aber man bekommt schon gewisse Stoßrichtungen, wo es vielleicht Sinn macht, nochmal reinzuschauen. Das wollte ich schon kurz erwähnen. Dann, Dominik, eine andere Frage an dich, ein bisschen von weiter oben betrachtet. Wir erzählen ja immer, dass Deutschland ein bisschen weiter ist in dem Sinne, dass die
Branchen hergehen und branchenspezifische Standards setzen. Wie siehst du das als Vertreter von einem österreichischen Unternehmen? Sagst du, naja, wäre sinnvoll für uns auch, würde einige Sachen klarer machen oder salopp gesagt, wir wissen eh, was zu tun ist und wir schaffen das schon. Ich traue mich jetzt gerade nicht zu antworten. Ich bin natürlich bekennender. Blöde Frage, sorry. Nein, nein, nein. Ich bin bekennender Europäer. Das ist dieser EU-Gedanke. Deswegen ist es schon okay. Also, ich muss fairerweise sagen, ich orientiere mich schon sehr, sehr oft in Deutschland. Wieso? Erstens sind die Branchenverbände viel, viel stärker. Wenn ich mal die VDA anschaue, da habe ich fertige Templates für Top, Security KPIs. Die kann man fix fertig nutzen. Und da gibt es einfach viel, viel Knowledge Power und starke Communities, also gerade Automobilbereich. Das gibt es in Österreich so nicht. Es gibt schon sehr viele Ansätze, aber ich sage immer sehr salopp, die Österreicher schreiben am Ende des Tages trotzdem immer von den Deutschen ab. Jetzt mögen mich einige steinigen. De facto in den relevanten Bereichen ist es aber so. Da gibt es Informationssicherheitshandbücher etc. Und BSI war für mich immer eine starke Referenz, wenn ich ehrlich bin, immer schon. Ist auch anerkannt. Und deswegen habe ich mich auch an der Deutschen Telekom ein bisschen orientiert, weil ihr in Deutschland viel mitentwickelt von den Themen, bei vielen Gesprächen mit Richtig, am genau, Tisch ja. sitzt und deswegen halt gut antizipieren könnt, was denn da zukünftig an Gesetzen auf uns zukommt. Das war schon noch mein taktischer Hintergedanke, das mit euch speziell zu machen und nicht, Gott habe sie selig, den 17. NIS-Berater oder Datenschutzberater aus dem Nachbarort zu nehmen. Ich habe das damals bei der DSGVO schon beobachtet. Da sind ganz viele Datenschutzberater wie Schwammerl aus dem Boden gestampft, die halt dann mit Expertise gekommen sind, wo ich aber dann nicht bezahltes Lernen spielen will. Und ich möchte jetzt gerade nicht auf diesen Stand dahin becken, aber das kann ich mir nicht leisten als Unternehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche Expertise und wie ich es vorher beschrieben habe, wenn ich versuche, effizient so ein Assessment durchzugehen, dann will ich wen haben, der sich einfach auskennt, der anhand meiner Antwort schon weiß, passt oder passt nicht. Also wie ein Bewerbungsgespräch. Wenn ich ein Bewerbungsgespräch führe und eine gewisse Erfahrung habe, dann kriege ich relativ schnell ein Gespür, wo sind Leute sattelfest und wo nicht. Und die Expertise kaufe ich mir ein. Okay, nehmen wir gerne mit, versuch's nochmal zusammenzufassen, eben wirklich, wie du gesagt hast, eigentlich dieses Bewerbungsgespräch auch zu führen, mit dem, der so ein Assessment, solche Beratungen anbietet, um da wirklich herauszufinden, ja, so jemand versteht mich als Unternehmen, so jemand versteht inhaltlich die Dinge, worum es geht, und ich habe hoffentlich einen guten Weg vor mir, wo wir das ganz erfolgreich abschließen können. Ganz kurz, weil wir in Richtung Ende unserer Veranstaltung kommen. Dominik, Patrick, in ganz kurzen Worten, wollt ihr noch was mitgeben jetzt der Runde unserer Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich musste jetzt ein bisschen diesen Silicon Valley Mindset, das muss ich ein bisschen bemühen. Macht es einfach. Das Thema ist, man kann sich mit euch auf eine Pauschale einigen, ohne jetzt über Preise reden zu wollen, haben wir damals auch gemacht, haben gesagt, das brauche ich, das erwarte ich mir, dann sind wir uns einig geworden, einfach reinzustarten, weil halt leider schon typisch mitteleuropäisch, wir müssen immer alles perfekt machen und erst am Ende starten wir, wenn alles fix fertig ausdefiniert ist. So funktioniert das Leben im Jahr 2024 nicht mehr. Einfach wirklich reinstarten und sich iterativ entlang handeln. Und das ist auch kein Budgetthema, eben weil da kann man sich je nach Unternehmensgröße darauf einigen. Startet einfach rein und bewegt sich im Prozess mit. Das wäre so meine Kurzzusammenfassung. Super. Vielen Dank, Dominik. Patrick, von deiner Seite. Ja, von meiner Seite noch ergänzend, also wirklich grob so Themen, was am Anfang mühsam erscheinen vielleicht. Ich weiß, es ist jetzt nicht die einfachste Aufgabe, mal beispielsweise einen Überblick über die gesamten IT-Systeme zusammenzufassen, einen konkreten Notfallplan entwickeln. Aber die Themen bitte unbedingt, unbedingt aufgreifen, weil das sind die, wo man dann wirklich mal schlechte Stunden hat und man es wirklich fürs Unternehmen nicht so gut ausschaut, nach einem vermeintlich erfolgreichen Angriff. Das sind die, was ihm dann wirklich stärken und auch Sicherheit geben für diesen Fall. Weil keiner kann dann sagen, er ist in der Situation super entspannt. Das würde ich keinem Menschen glauben. Und gerade deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich für solche Sachen mehr
vorbereitet. Das ist, wie es jetzt in der Flugindustrie ist, wie es jetzt bei der Rettung ist, also gerade für brenzliche Situationen braucht es einfach klare Abläufe, klare Strukturen und eine klare Vorgehensweise. Also das ist mein Appell an die ganze Runde, bitte greift das Thema auf und bitte lasst es nicht irgendwo links liegen, weil es vielleicht gerade zur Startzeit oder zur Beginnzeit etwas mühsam erscheint. Gut, dann vielen, vielen Dank für euren sehr, sehr wertvollen Input. Ich denke, das war wirklich super spannend, das mal aus Sicht der Betroffenen, aus Sicht der Kunden zu sehen. Ich darf da den Ball ein bisschen aufnehmen und noch final Werbung in eigener Sache machen, wenn ich in der Lage bin. Genau. Wir bieten sehr rasch und unkompliziert entsprechende Orientation-Workshops, wo wir eine Diskussion führen. Ist man als Unternehmen betroffen? Wie ist da unsere Einschätzung? In welche Richtung kann es gehen? Heute ist der Begriff des Assessments sehr, sehr oft gefallen. Und das Assessment da bitte nicht betrachten als etwas puh, das ist eine externe Prüfung und da kommt was ganz was Schlimmes heraus, sondern es ist eben eine Hilfestellung, sich zu orientieren, wie geht man die Themen an, wo kann man wie reingreifen, damit man da einen bestmöglichen Effekt hat. Und daraus entwickeln sich dann entsprechende Roadmaps, die es gilt umzusetzen. Und ich möchte auch noch einmal wirklich hinweisen auf diesen sehr wertvollen Input von Dominik und von Patrick. Nutzen Sie das wirklich als Gelegenheit, mit Ihrem Management, mit den anderen Bereichen in ein Gespräch zu kommen, wo es letztendlich um das ganze Business Ihres Unternehmens geht, wo es darum geht, die Dinge vermehrt zu vernetzen, zu verweben, um da heraus letztendlich, das brauchen wir dann alle, entsprechende Budgetbedarfe abzuschätzen und diese sich aber auch zu sichern für die Zukunft. Und last but not least, da wo wir greifbar wieder unterwegs sind, das nächste Event ist die ITSA in Nürnberg in knapp 2 Wochen, wo wir auch sind, also diesmal in Deutschland, sonst bei vielen LSZ und Veranstaltungen in Deutschland, aber auch sehr wohl hier in Österreich. Und ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Teilnahme und gebe Claudia zurück an dich. Ja, auch von meiner Seite ein großes Dankeschön. Dankeschön fürs Dabeisein. Dankeschön für das super interessante Webinar. Ich glaube, viele wichtige Punkte wurden beleuchtet. Wir haben gesehen, Teilnehmer sind alle sehr konzentriert dabei geblieben. Vielen Dank dafür, für eure Mühe auch und für die Insights, die ihr uns zu diesem wichtigen Thema gegeben habt. Ja, auch ich darf ein bisschen Werbung in eigener Sache dazu machen. Auch bei uns geht es natürlich weiter morgen der IT-Security-Herbst in Wien. Wir sind auch wieder mit dem Cybercrime-Forum im November in Salzburg. Und nächstes Jahr ist unser großer Security- and Risk-Management-Kongress in Kitzbühel. Da freuen wir uns natürlich auch und da ist auch die Deutsche Telekom sicher wieder mit vertreten. Und wir sind natürlich, bevor ich zum CIO-Kongress West komme, wir sind natürlich als LSZ auch auf der ITSA. Wir kommen natürlich auch gerne zu euch, liebe Partner an den Stand, aber wir haben auch im Austria Corner quasi einen kleinen Stand. Da könnt ihr uns auch gerne besuchen, wenn ihr Fragen und Wünsche zu unseren Events oder Webinaren habt. Und eine Werbung noch, eine zusätzliche Werbung in eigener Sache, unser CIO-Kongress West in Telfs, der auch im November ansteht, für alle Teilnehmenden aus dem Westen Österreichs oder aus Deutschland. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr den auf dem Radar habt. Ja, wie gesagt, nochmal bei uns, von unserer Seite ein großes Dankeschön an euch, liebe Expertinnen oder Experten, heute nur Experten. Vielen Dank, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und wir sehen uns einfach bei eurem nächsten Webinar wieder. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Ciao. Wow, danke.